Es gibt schon so viele Tutorials darüber, wie man mit PixInsight oder dem AstroPixel-Prozessor DeepSky-Mosaike verknüpft. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das auch mit kostenlosen Programmen hinbekommen könnt. Und zwar mit Serial und mit Microsoft ICE, dem Image Composite Editor. Viel Spaß! Im Prinzip bearbeitet ihr eure Mosaikteile so, wie ihr das vielleicht auch sonst von Siri schon kennt. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass man hier von Anfang an darauf achten muss, dass man alle Mosaikteile möglichst identisch bearbeitet. So, hier schauen wir uns mal das erste Mosaikteil an. Gehen unten rechts auf Auto Stretch und dann auf RGB. So sieht das aus. Um jetzt eine photometrische Farbkalibrierung durchführen zu können, ohne dass ihr jetzt ein bestimmtes Messier- oder NGC-Objekt genau in der Mitte habt, könnt ihr zum Beispiel in Stellarium einmal herausfinden, ja, welcher Stern in eurem Bild gerade möglichst genau in der Mitte liegt. Bei mir ist das zum Beispiel dieser hier. Der ist dann hier im Bild zu finden. Und jetzt schaue ich nach bei Stellarium, klicke diesen Stern an und schaue mir die Rektaszensions- und Deklinationspositionen oder Koordinaten an. Also in diesem Fall ist es 5, 19 und 33, 23. Die Zahlen müssen wir uns merken. Dann gehen wir rüber in Serial. Photometrische Farbkalibrierung und geben da genau diese Werte ein. 5, 19, 33, 23. Unten Brennweite eures Teleskops, Pixelgröße der Kamera. Dann bei dem Sternkatalog, ja, nehmt ihr am besten mal den Nomad. Es gibt auch den A-Pass, aber der A-Pass ist meistens ziemlich streng und das klappt dann nicht. Nomad klappt dann meistens doch ziemlich gut. Einmal auf OK. Und dann dauert das ein paar Sekunden und dann werden die Farben in eurem Bild richtig schön ausgerichtet. Das war's. Ja, jetzt erkennen wir hier natürlich wieder den üblichen fiesen Gradienten. Auf der rechten Seite ist das Bild hell, auf der linken ziemlich dunkel. Um den zu entfernen, geht ihr oben in die Bildbearbeitung, dann auf Hintergrundextraktion. So die Werte, wie ihr hier das seht. Da mal auf Generiere klicken. Dann werden euch schon mal ein Haufen automatischer Sample Points ins Bild gesetzt. Hier sind jetzt aber ein paar genau auf dem H-Alpha-Gebiet. Und auf der rechten Seite sind ein Haufen Punkte nicht gesetzt worden. Da wechselt ihr mal auf einen der Kanäle, am besten rot, weil wir es hier ja auch mit einem roten Nebel zu tun haben. Und mit Rechtsklick könnt ihr dann die ja zu viel gesetzten Sample Points entfernen. Mit Linksklick neue setzen. So sieht das ganz gut aus. Dann klickt ihr einmal auf Berechne Hintergrundgradient. Und schon wurde das Bild von dem Gradienten befreit. Gucken wir uns mal ein RGB an. Sieht gut aus. Kann das hier einmal vergleichen. Wenn ihr auf diesen Knopf dauerhaft draufklickt, dann wird euch das Originalbild angezeigt. So sah es vorher aus. So jetzt. Vorher. Jetzt. Vergesst nicht, unten rechts auf Anwenden zu klicken. Jetzt geht es weiter mit den üblichen Bearbeitungsschritten. Dazu gehen wir mal wieder in den linearen Modus. Als erstes hebe ich mal vorweg die Farbsättigung an. Sagen wir mal so um 30%, das mache ich eigentlich immer so pauschal. Und den Hintergrundfaktor ziehe ich ganz hoch, weil das bei Serial die Wirkung hat, dass der Hintergrund dann eher erhalten bleibt und nicht auch ins Bunte gezogen wird. Jetzt wollen wir die Sternfarben ein bisschen retten. Dazu gehen wir in die Asien-Transformation. Schauen uns an, was ein guter Wert ist. So, und ab hier ist es dann auch wichtig, dass ihr euch solche Streckfaktoren merkt, vielleicht auf einem Zettel nebenbei aufschreibt oder so. Ich mache jetzt mal hier 50, weil es für mich leicht zu merken ist. Denn diese Werte müsst ihr dann natürlich genauso auf eure anderen Bilder, auf eure anderen Mosaikteile anwenden.
Dann geht es weiter in der Histogrammtransformation. Und auch hier ist es so, wenn wir fangen jetzt wie üblich mit dem Mittenregler an. Den zieht ihr so weit nach links, dass ihr unten bei den Mitteltönen auf eine Zahl kommt, die man sich vielleicht auch leicht merken kann. Ich mache jetzt mal hier 0,150 oder 1,5. Wie weiter hinten liegenden Nachkommazahlen kommt das jetzt nicht so sehr an. Dann vielleicht das Ganze nochmal wiederholen. Es geht jetzt bei den Strecken darum, dass ihr einfach ja, mehr Sterne in den sichtbaren Bereich holt, damit nachher Microsoft ICE genug Sterne findet, um euer Mosaik dann ordentlich zu verknüpfen. Zuletzt machen wir Schatten, also den linken Regler. Da ist jetzt 0,13 ungefähr. Anwenden. Ja, dann reicht es auch erstmal so. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Grünstich drin. Grünrauschen entfernen, anwenden. Ja, und das war's. Damit ist der erste Mosaikteil fertig. Worauf ihr jetzt bitte achten solltet, ist, dass ihr nicht, wie vielleicht sonst üblich, irgendwie schlechte Dithering-Ränder wegschneidet. Ich hab's einmal gemacht und dann hat das Verknüpfen in ICE dann nachher trotzdem, hat er nachher doch nicht funktioniert, also lieber erstmal so lassen. Dann können wir das Bild, das erste Panel abspeichern. Panel 1 nach Serie nenne ich das jetzt mal. Würde das jetzt hier abspeichern. Und genau das gleiche macht ihr jetzt mit allen drei anderen Mosaikteilen oder wie viele ihr auch immer habt. So sehen die vier Teile dann nachher in meinem Fall jetzt in der Übersicht aus. Man sieht vielleicht auch hier schon, dass die Helligkeit nicht bei allen genau gleich geworden ist, also das Strecken, sage ich mal, diese Histogrammtransformation in Serial. Aber ihr werdet gleich sehen, dass es keine große Rolle spielt. Jetzt geht es weiter in Microsoft ICE, Image Composite Editor, und dann oben links auf den Knopf. Dann sucht ihr euch eure Paneele raus, oder Panels, oder Mosaikstücke, wie man es auch nennen möchte. Hier sieht man es auch nochmal sehr deutlich. Der linke Teil ist eigentlich am hellsten geworden, spielt aber keine große Rolle. Ja, auf der rechten Seite habt ihr im Structured Panorama die Möglichkeit, ja, viele Einstellungen selbst vorzunehmen, wenn es irgendwie mal nicht klappen sollte. Aber ja, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ich gehe jetzt hier einfach nur auf Simple Panorama. Auto Detect ist eingeschaltet. Und dann geht es weiter im Bereich 2, Stitch. Das heißt im Grunde verknüpfen. Jetzt werden die Mosaikteile von ICE miteinander verknüpft. Und siehe da, das scheint einwandfrei geklappt zu haben. Hier könnt ihr, wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet, noch den Ausschnitt ein bisschen drehen. Am besten so, dass ein möglichst großes Rechteck reinpasst. Nicht zu viel Bildmaterial verloren geht. Denn jetzt gehen wir in Schritt 3, in den Crop-Bereich. Hier geht es natürlich darum, möglichst viel Material zu erhalten. Hier könnt ihr auch mal reinzoomen und anschauen, ob bei einem Newton zum Beispiel die Spikes auch alle ordentlich geworden sind. Hier in meinem Bild erkennt ihr, oha, da hat es mit den Spikes nicht ganz geklappt. Ja. Was soll ich sagen, ich habe keine Methode gefunden, um das zu vermeiden, aber sowas kann man ja später in GIMP oder Photoshop korrigieren. Auf der rechten Seite geht ihr mal oben nicht auf Autocomplete, sondern darunter auf Autocrop. Und jetzt wird euch ein Rahmen genau so in das Bild gesetzt, dass eben ja, möglichst wenig Bildmaterial zum Schluss verloren geht jetzt durch das Wegcroppen, also Wegschneiden. Und in Schritt 4, Export, seht ihr dann euer finales Bild. Auf der rechten Seite skalieren möchten wir natürlich nicht. Dann könnt ihr auch schon mal sehen, wie viele Megapixel da am Ende bei rauskommen. Format ändern wir natürlich auf TIFF, also unkomprimiert. Und dann klickt ihr auf Export to Disk. Bild exportieren auf die Festplatte. Und das nennen wir jetzt mal Mosaik nach ICE. Speichern.
Jetzt könnt ihr dieses Mosaik, wenn ihr wollt, zum Beispiel wieder ja, nochmal reinladen bei Cyril. Hier noch weitere Korrekturen vornehmen, nochmal Grünrauschen entfernen oder wenn ihr das vorher vergessen habt, im ganzen Bild Grünrauschen entfernen. Und ihr seht hier halt auch, dass obwohl die Mosaikteile nicht ganz einheitlich gleich hell waren, dass Microsoft ICE da diese Helligkeit der Mosaikteile anpasst. Das mag sein, dass dadurch irgendwo Bildinformationen verloren gehen, aber ja, irgendwo muss man halt Abstriche machen, wenn man sozusagen in Anführungszeichen nur Freeware einsetzt, kostenlose Programme. Ja, hier kann man dann eben nochmal ein bisschen strecken zum Beispiel, noch mehr Bildinformationen hervorholen. Und ansonsten nehmt ihr alle weiteren Bearbeitungen so vor, wie ihr das vielleicht aus anderen Videos schon kennt. Ich verlinke hier euch auch nochmal eins oben rechts. Ja, und hier zoomen wir mal rein. Hier haben wir die ja, deplatzierten Spikes. Und hier zeige ich euch mal mein fertiges Bild. Also durch ein bisschen Bastelei dann in GIMP zum Beispiel und mit, ja, wenn man sehr weit reinzoomt und dann die Spikes, sage ich mal, rauskopiert und an richtig platzierter Stelle wieder einsetzt, dann bekommt man das auf jeden Fall ganz gut korrigiert, kaschiert. Es ist natürlich nicht, ja, sagen wir mal, astronomisch einwandfrei, aber so lassen sich dann doch noch so einige Korrekturen durchführen. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich und interessant. Bis zum nächsten Mal und klaren Himmel, euer Dennis. Ciao!